Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Teil des Spiels Tell Me Why. Hey, Git. Wir brauchen hier eine Putzkolonne. Oder find einen gut. Exorzisten. Wir sind ins Haus reingekommen durch den unterirdischen Tunnel, den sie damals nicht benutzt haben. Unterirdischen Tunnel, also einfach nur, was unter dem Haus so gedacht ist, ne? So, gucken wir uns mal, was wir hier machen sollen. Das Haus muss ja verscherbelt werden und so viele Bilder wieder hängen. Mein Joypad vibriert wie bescheuert. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Irgendwas? Ja, Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Irgendwas sieht er. Aber was? Deswegen war es so schön. Keine Marianne. Ah, jetzt. Wir haben die Stimme eingesetzt. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Marianne wusste von nichts. So, hier können wir uns schon was angucken. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Wow. Ganz schön peinlich. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Aber sie euch geliebt hat vielleicht. Wow. Sie hat immer bei Fotowettbewerben mitgemacht. Das stimmt. So. Wir müssen gleich mal nach oben gehen, aber hier liegt auch noch was. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Marianne Rowland gehört irgendwas zu haben. Aber was? Vibriert das? Und das glitzert ja auch da. Bloß wo ist das? Das muss ja hier irgendwo sein. Wie groß müsste ein Feuer sein, um dieses Haus zu wärmen? Also irgendwas ist hier. Ich check noch nicht was. Also mein Joypad dreht komplett durch. Und so tue ich gleich hier, ey. Ich glaube, wir müssen nach oben gehen. Hier kann nichts mehr passieren. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Sind das echte Klinket-Masken? Glaube nicht. Warum sollte Marianne unechte Masken kaufen? Vor 20 Jahren hat jeder Fälschung. Na? Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Mariannes Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Die Weltherrschaft. Ach, ich plane nur die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, so eine große Verantwortung. Na, ob du das hinkriegst, Ronan? Oh, ihr Kleingläubigen. Ich schätze, jetzt ist unser Zimmer an der Reihe. Ich komme gleich nach. Gut. Zimmer, was findet hier? Wahrscheinlich das Zimmer sein hier, ne? Na los. Geh rein. Bisschen ungeschickt da reinzugehen, so gerade so, aber. Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Wirklich? Und wenn er es sagt. Was ist hier denn los? Guck mal hier. Da liegt was. Tyler, bitte meld. Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Rufe dich aus. Ah, eine Kiste. Dass da keiner irgendwie eingestiegen ist in 10 Jahren, ne? Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst du die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten.
Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Guck mal, es gibt echt viele Geschichten hier. Ja. Sehr gern. Boah, die können nicht alle lesen. Bin ich verrückt. Aber cool ist es. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht so gut es geht vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Fokussiere dich auf dein Band. Oh, das war bestimmt keine gute Idee, als sie es gefunden hat. Zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Das ist ein guter Plan. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so... Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hallo Allison und Olli, wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist es die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit denen selber ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen war, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser, Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. Gut. Ja, was man als Kind nicht alles gemacht hat, ne? Mal hier rum ein bisschen. Das Tag muss ja irgendwo sein. Also da liegt es wahrscheinlich nicht. Da hatten wir schon geguckt. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja. Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Unser Freund aus dem All. Sieht doch heiß aus. So. Guck mal hier. Da kann ich beigehen. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Da. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Tagebuch finden. Erinnerung? König die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den Segel gerade sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen.
Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig. Den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Warte mal, gibt's hier oben nicht noch mehr Räume? Doch, ne? Wir sind tatsächlich das Einzige hier. Okay. Da liegt auch noch was. Wo kommst du denn her? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Na gut, wir gucken uns mal unten um. Da war ja auch das Vibration, da muss ich auch da irgendwo nochmal finden. Da muss ich ja irgendwo nochmal mich vergewissern, dass ich da nichts übersehen habe. Wir gehen gleich in die Küche. Ups, wir gehen einfach nochmal in die Küche. Ich vergesse hier. Das Bad riecht immer noch nach Marianne. So. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Erinnern wir uns mal. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom! Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind kurz. So wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. Das stimmt. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komm, an die erinnere ich mich nicht. Ah, jetzt habe ich sie weggedrückt, das wollte ich gar nicht. Von Mary Anns unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Mary Ann gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Okay, also ihr Zimmer ist ja auch irgendwo noch. Dann müssen wir gucken, ob wir das Zimmer öffnen können. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Oh cool, was man alles hatte als Kind, ne? Man überlegt, wie die eigene Kinder war. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Mein Gott, das muss schrecklich immer da gewesen sein, ne? Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Nicht, wenn wir sie kaputt gemacht haben. Ich repariere gerne Dinge. Hätte sie sich nur einmal selbst repariert. Das ist ein guter Spruch. Tja, vielleicht hätte sie mal lieber ihren eigenen Kopf reparieren sollen. Kannst du dir Marianne beim Therapeuten vorstellen? Nein. Aber apropos. Therapie ist teuer. Mir geht's gut. Na, ich glaube, so richtig gut geht's dir nicht hier. Oh, naja, hoch. Eine Zuckerdose. Ich dachte. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Okay, also, hier brauchen wir nicht mehr weiter gucken. Wenn wir nichts finden. Das wird ihr Zimmer sein hier, ne? Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du ein Rätsel? Buch? Endlich mal was Cooles. Ja. Gib mal her. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür. Es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Marianne. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal, vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Na gut. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag.
komische Kindheit. Touché. Buch der Kobolde. Okay, gucken wir nochmal rein. Once upon a time, lesen wir. Es war einmal in einem tiefen, eiskalten See in einem uralten Wald eine alte Seehündin, die in Wahrheit eine mächtige Hexe war. Sie war grausam und bösartig und liebte nicht so sehr, wie im tiefsten Teil des Sees zu schwimmen, wo das Licht das Eis kaum zu durchdringen vermochte und sie sich an den Leichen ihrer vielen Opfer weidete, die sie über die Jahre ins Wasser gelockt hatte. Der Hass loderte so heiß in ihr, dass nur das kalte Wasser des Sees sie abzukühlen vermochte. Ihr wertvollster Besitz war ein zinnender Spiegel, den ihr die Geheimnishüterin verkauft hatte und den sie in einer Truhe am Grund des Sees aufbewahrte. Es war kein gewöhnlicher Spiegel. Wer hineinblickte, sah in die Reflexion jenes Selbst, das er oder sie zu sein erstrebte. Huch, mein Gott, Zungenbrecher. Und für die Spanne einer Stunde erfüllte der Spiegel diesen Wunsch. Wann immer ein Boot oder ein närrischer Reisender sich dem Rand des Sees näherte, verwendete die alte Hexe den Spiegel, um als die wunderschöne Frau zu erscheinen, die sie immer sein wollte. Mit dieser Verkleidung lockte sie unglückseligen Seemänner oder Reisenden in die Tiefe des kalten Wassers. Drum zwang die alte Seehündin ihre Opfer in ihre Dienste, bis sie ihre überdrüssig wurde und sie zu ihrer Leichensammlung im tiefsten Teil des Sees hinzufügte. Eines Tages, als sie die alte Seehündin zu ihrem Versteck unter dem See hinabtauchte, bemerkte sie, dass jemand ihren Spiegel gestohlen hatte. Die Truhe, in der sie ihren größten Schatz verwahrt hatte, stand aufgebrochen und leer da. Wer hätte solch ein heimtückisches Verbrechen begehen können? Wer hatte es gewagt, sie ihres einzigen Schatzes zu berauben? Die alte Seehündin wurde von einem brodelnden Zorn erfasst, der das Wasser des Sees um sie herum erwärmen ließ. Eine Weile lang erfreute sie sich all dieses Umstands, denn das Wetter wurde mild und die Luft angenehm warm. Doch an einigen Wochen begannen die Probleme. Als erstes starben die Fische, die in dem heißen Wasser nicht überleben konnten. Dann begannen die Gletscher zu schmelzen. Das Wasser stieg, trat über das Seeufer und überflutete den Wald und die Wiesen. Und schließlich wurde es so unerträglich heiß, dass selbst der Eiskönig aus seinem langen Schlummer erwachte und sich aufmachte, um nach den Rechten zu sehen. Im tiefsten Teil des Sees fand er die tobende Hexe mitten der Leichen ihrer Opfer. So groß war ihre Wut, dass das Wasser beinahe zu kochen begann. Der Eiskönig brauchte nicht lange, um zu verstehen, was vorgefallen war, und er forderte die Diebe auf, sich ihm zu stellen. Die Diebe hatten keine andere Wahl, als sich zu zeigen, denn niemand wagte, sich der Eiskönig zu widersetzen. Die listigen Kobolde erschienen mit dem Spiegel in den Händen. »Warum habt ihr den Spiegel gestohlen?«, fragte der König. »Wir waren bloß neugierig und wollten sehen, wer wir wirklich sein möchten«, entschuldigten sich die Kobolde. »Aber das blöde Ding ist kaputt. Wir haben überhaupt nicht anders ausgesehen. Das bedeutet nicht, dass er nicht funktioniert hat«, lächelte der Eiskönig. »Nun entschuldigt euch und übergebt den Spiegel mir, denn er ist zu mächtig, um von Dieben oder bösen Hexen verwendet zu werden.« Die Kobolde entschuldigten sich und überreichten dem Eiskönig den Spiegel. Doch die alte Seehündin war immer noch zornig. »Und was ist mit mir?«, fragte sie. »Ich wurde meines Schatzes beraubt und verlange Wiedergutmachung.« Der Eiskönig runzelte die Stirn und erhob abermals das Wort. »Alte Hexe, du bist grausam und bösartig, aber ich muss eingestehen, dass dir Unrecht getan wurde. Von nun an sollst du den See verlassen dürfen und in deiner wahren Gestalt als alte Hexe auf der Erde wandeln, aber einzig und allein bei Vollmond. Und ihr, Kobolde, solltet euch lieber vom See fernhalten, denn ich werde euch nicht vor dem Zorn der Mondhexe bewahren.« Und das war die Geschichte, die die beiden Kobolde der Mondhexe zu ihrem Namen verhalfen. Na gut. Oh, das Rätsel verstehe ich nicht. Hä? Warte mal, das war das Buch der Kobolde. Okay, was war eine falsche Geschichte denn? Jetzt habe ich die schöne Geschichte vorgelesen, die uns nichts brachte. Warte mal, guck mal hier. Guck mal auf die Bilder. Frosch? Bär? Nee, verstehe ich nicht. Aber warte mal. Frosch, Bär. Biber? Ist das ein Biber? Nee. Gibt's nicht, warte mal. Okay, die Symbole oben stehen immer für irgendwelche besonderen Geschichten. Was haben die Zahlen zu bedeuten?
Okay, noch verstehe ich es nicht ganz. Darum ist die Prinzessin. Und zwei Kobolde. Aber die Kobolde sind ja unten gar nicht zu sehen. Warum war das dann da gerade aufgeschlagen? Boah, das checke ich gerade nicht. Muss ich zugeben. Bin ich zu dumm für. Warte mal kurz. Geh mal kurz raus. Bist du sicher, dass du es lösen kannst? Ich brauche Hilfe, sag ich mal. Ich brauche Hilfe. Ich habe ein paar Ideen. Ich kenne die Geschichte. Sollte mir das was sagen? Sieh mal die Räder. Die Symbole entsprechen den Tieren in der Geschichte. Ja. Und die Prinzessin musste raten, von wem die Geschenke waren. Ja, genau das sollen wir bestimmt auch. Warte mal. Welche Geschichte hat sie denn gemeint gerade? Vielen Dank für den weisen Rat, Meisterin Allison. Warte mal. Mal gucken, haben wir die falsche Geschichte gelesen gerade eben, ne? Die Froschstamme hält die Gabe des Sprechens, der Bär und die Prinzessin, die Prinzessin, die zwei Liebe, schließt neue Freundschaften. Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst, welche Geschichte waren das nochmal? Wisst ihr das noch? Froschstamme. Der Frosch als erstes. Der Bär und die Prinzessin? Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort und nach einem Jahr. Sie lehnte damals aber ein Jahr später, geschah es ebenso in einem weiteren Fall. Alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen. Deswegen habe ich gesagt, ach, das ist nicht zu heiraten und so wird es immer sein. Ich habe voll zu tun mit den zwei Kohlen, die unter meinem Haus leben und sie sind alles, was ich brauche. Und alte Bär. Die beiden blieben Freunde, er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Beeren und frische blühte Hasenlöcher. Doch. Der Bär? Dann? Hä? Alter Schwede. Die Augenschlauch da. Ach, die Prinzessenparty. Vielleicht ist sie da? Gucken wir doch mal. Pass mal auf. Nach. Also die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte man sie. Hier möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald wäre. Welche meiner Freunde wird mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert. Das in Händen. Jemand möchte mir. Okay. Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihr befand sich ein Geldbeutel. Jemand möchte sicher schon, dass ich mein Essen kaufen kann. Die Prinzessin dachte an ihre Freunde. Dann schließt sie auf. Liebe Feen, sagt sie. Ich mag achtlos gewesen sein, aber ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Das Rätsel der Feen, die sich näher gezwungen sahen, die Gesellschaft in ihrem Dunkeln. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für die Feiern alles, was sie getan haben. Seitdem sie... Okay, die Geschenke ist eine Fackel, ein magisches Schwert und Geld. Fackel, Schwert und Geld. Fackel, Schwert und Geld. Okay. Bringt uns aber nichts, oder? Wo wissen wir denn, wer was geschenkt hat? Mein Gott, ich bin zu blöd. Ich frage nochmal nach Hilfe. Pass mal auf. Bist du einer Antwort näher gekommen? Nee, ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Okay, denken wir nach. Oh Mann, ich bin 21 Jahre alt und scheitere an einem Rätsel für Elfjährige. Wir müssen nur wie Mary Ann denken. Ich persönlich bin froh, dass uns das schwerfällt. Die Geschenke. Die Fackel der Wahrheit.
Also die Fackel. Sie soll die Wahrheit enthüllen und Gutes vom Bösen trennen. Marianne hätte so eine brauchen können. Das Tier, das wir hier suchen, hört sich wie ein Richter an. Oder ein Korb. Im Märchen gab's keinen Polizisten. Aber vielleicht eine gesetzestreue Person? Ja, ich suche weiter. Okay. Das magische Schwert? Eines der Tiere hat ihr ein Schwert gegeben. Es muss jemand gewesen sein, der sie körperlich beschützen wollte. Das könnte der Bär gewesen sein. Und... Zum Beutel mit den Münzen fällt mir gar nichts ein. Ja, keins der Tiere war besonders reich. Vielleicht geht es ja gar nicht um Geld, sondern darum, jemandem zu helfen, der in Not ist. Okay. So, also wir gucken mal. Also, der Bär ist, glaube ich, richtig da. Und die Fackel der Wahrheit... Und da geht es um Reichtum, beziehungsweise vielleicht nur Wissen. Na, ich brech die Tür einfach auf. Ganz sicher? Wir sind nicht in Eile und wir müssten sie wieder reparieren. Okay, also, da muss ja irgendwas sein. Also, mal gucken, das ist die Geschichte der Party, klar. Okay. Der Bär bot an, sie auf dem Rücken zu tragen, damit keinem Wolf ihr etwas zu Leide tun konnte. Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereiteten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikan damals ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammengezogen und die gesellige Forschung ermischte erfrischende Getränke. Nur der Biesem hatte nichts beigetragen und ließ sich auf Kosten der anderen gut gehen. Großen Spaß, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und hackten einen Plan aus. Als sie ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergs drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr erschrocken. Die gesamten Festangestellte war verschwunden. Weil du deine Freunde als selbstständig geachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes Geschenk bereit hat und du hältst deine Freunde zurück. Schwierig. Alter, ich weiß jetzt echt nicht. Also, ich sag mal so, beschützen will auf jeden Fall der... Ich löse das Rätsel. Na gut, ein letzter Versuch. Das etwa schon? Wir könnten unsere Köpfe zusammenstecken. Weißt du was? Ich breche die Tür auf, ist mir doch egal. Ich bin zu blöd für Rätsel. Also für das Rätsel auf jeden Fall. So, Tür ist auf. Was finden wir da drin? Ein Zimmer. Nicht schön? So viel zur Märchenstimmung. Egal, wir sind keine 10 mehr. Sie verbrachte so viel Zeit damit, diese komplexen Spiele und Welten zu entwickeln. Stimmt. Und hat den Bezug zur Realität verloren. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Keine Ahnung. Wo würde sie hier wohl die Gedanken anderer verstecken? Das gucken wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.